Wir haben heute den 19. Mai und fahren jetzt auf die Fähre von Rostock nach Trelleborg. Hallo, liebe Reisefreunde. Unser Plan ist es, über Schweden und Finnland ohne längere Zwischenaufenthalte nach Nordnorwegen zu fahren. Da wir bereits im Mai starten, können wir mit noch vielen schönen freien Stellplätzen und Aufenthalte ganz oder fast ohne Mücken rechnen. Die Rückfahrt soll dann mit einem großen Zeitpolster, meist im Bereich der norwegischen Küste und in der letzten Etappe, etwa im September, durch Schweden erfolgen. So, wir sind jetzt hier am Wetternsee angekommen und wollen hier eine Nacht verbringen. Das sieht hier sehr schön aus. Ganz wenig Betrieb, Wetter ist toll. Also schauen wir mal, wie uns das hier so gefallen wird. Angeln werde ich auch mal. Man braucht hier keinen Angelschein. Achtung, wie wir inzwischen erfahren haben, ist dieser Bereich inzwischen leider für Wohnmobile gesperrt. Nachdem wir ebenfalls noch am Wetternsee bei einem Fischer einige Leckereien eingekauft hatten, schauten wir uns noch diese skurril wirkenden Hechtköpfe an. Und dann ging es auch schon wieder weiter Richtung Norden. Nun sind wir bis Värmland vorangekommen und haben wieder einen schönen Stellplatz an einem See gefunden. Wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Östersund und befinden uns in Vemdalen. Ungefähr noch 132 Kilometer bis Östersund. Hier in Vemdalen haben wir eingekauft und uns den Kirchturm näher angeschaut. Nachdem wir Vemdalen verlassen hatten, sind wir inzwischen in Härjedalen angekommen.
Hier haben wir an einem Stausee einen schönen, freien und kostenlosen Stellplatz mit toller Aussicht gefunden. Auch Spikey scheint die tolle Aussicht zu genießen. Nach einem schönen Tag und einer ruhigen Nacht ging es dann wieder weiter. Im Verlauf der 45 erreichen wir hier im Ort Dorothea Lappland. Hier haben wir an einem Stausee des Angermann-Elven wieder einen tollen, kostenlosen Stellplatz mit Tischen, Bänken und Feuerstellen gefunden. Wunderbar! Ja, das sieht wirklich gut aus. Kein Wohnmobil, kein Mensch und keine Mücken weit und breit. Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil dieser frühen Reisezeit. Beim Angeln vom recht gut zugänglichen Ufer konnte ich einen Hecht fangen. Und wenig später lagen feine Filets für die Campingküche bereit. Hier hat wohl jemand Elchknochen zusammengelegt, die Spikey bei einem Spaziergang aufgespürt hat. Unser nächstes Ziel, der Fluss Pitee-Elven. Das sieht ja heiß aus. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Jokkmokk am Pitee-Elven angekommen. Auf dem Rastplatz vor der Brücke gab es ein WC, sowie Entsorgungsmöglichkeiten und Trinkwasser. Gleich hinter der Brücke führt ein Schotterweg unmittelbar am Fluss entlang. Hier gibt es mehrere tolle, kostenlose Stellplätze mit Feuerstellen. Während unserer Reisezeit haben wir hier nur einen anderen Camper angetroffen.
Schwedens. Ist schon Holz, guck. Ja, alles da. Und hier ein weiterer schöner Platz direkt am Fluss. Gefangen habe ich während einer zweistündigen Angelzeit nichts. Nach einer ruhigen Nacht ging es dann am nächsten Tag zurück zur 45. Nachdem wir in Jokkmokk eingekauft hatten, haben wir nach kurzer Fahrt wieder einen schönen und kostenlosen Stellplatz gefunden. Da haben wir gestanden, glaube ich. Na guck mal, hier ist ein Stuhl. Ja. Das müssen wir ausprobieren. Probieren das hier mal aus, ne? So, genau. Ich glaube, wir haben hier so gestanden. Ja. Oh ja, hier könnt ihr ja schön angeln. Das geht doch. Ja, eben. Tja, diesen tollen Platz haben wir im Laufe der Jahre schon mehrmals angesteuert. So, wir sind hier am Hösundet in der Nähe von Jokkmokk angekommen. Wir haben heute den 30. Mai und sehr schönes Wetter. Heute Abend will ich noch ein bisschen mit Spikey auf Barsch angeln. Und es dauerte bis zum 1. bis gar nicht lange. Aber statt eines Barsches hat sich ein mittelgroßer Hecht an der recht feinen Barschangel vergriffen. Oh, oh, oh. Wenn das mal gut geht. Spikey. Tja, das war nichts. Der Hecht hat den kleinen Barschspinner einfach abgeschüttelt. Aber zum Trost konnten wir dann doch noch einige schöne Barsche fangen. So gab es am nächsten Tag ein leckeres Barschgericht aus der Eisenpfanne. Über dem Feuer gebrutzelt. Dazu haben wir die Barsche entschuppt und auf der Haut gebraten. Ah, unsere Barschpfanne. Barschpfanne Camperart. Mit Speck. Tomaten, Petersilie und verrührtem Ei. Jawohl, lecker, lecker, lecker. So, jetzt ist unsere Fischpfanne fertig. Nachdem wir uns mit diesem rustikalen Mahl gestärkt hatten, ging es weiter in Richtung Norden. Hier sind wir auf einem großen Rastplatz am Kalix Elven eingetroffen. Wir haben heute den 5. Juni und befinden uns auf dem Weg von Gallivare nach Kirkenes. Wir sind jetzt hier am Kalix-Elven
Und bis Kirkenes haben wir noch 630 Kilometer ungefähr. Ja, hier ist ein sehr schöner Übernachtungsplatz am Kalix-Elben mit allen möglichen Versorgungsmöglichkeiten. Man kann hier also Wasser nehmen, Toilette entsorgen, Müll entsorgen. Wunderbar. Am nächsten Morgen ging es dann weiter in Richtung Finnland. Hier machen wir nochmal eine Zwischenübernachtung auf einem freien Rast- und Parkplatz an einem Fluss. So, noch 523 Kilometer bis Kirkenes und wieder überqueren wir einen Fluss. Auf dem Weg zur finnischen Grenze haben wir dann beim nächsten Rast- und Übernachtungsplatz diese Fraßspuren eines Bibers gesehen. Und so, und weiter geht's jetzt hier Richtung Finnland. Wir haben hier eine ruhige Nacht verbracht. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ab. 404. So, nun haben wir die schwedisch-finnische Grenze erreicht. Dann ging es quer durch Finnisch-Lappland, über Inari zur norwegischen Grenze bei Neiden und weiter nach Kirkenes. So, wir fahren jetzt hier die 955. Eine ganz schlimme Schotter- und Schlaglochpiste. Nimmt gar kein Ende. Hoffentlich führt die nicht ganz bis Inari. Nach ca. 50 Kilometern folgte eine wellige Asphaltstraße. Während der 50 Kilometer Schotterpiste ist uns lediglich ein Auto entgegengekommen. Ein Elch querte weit vor uns die Straße der Einsamkeit. Kurz vor der finnisch-norwegischen Grenze nutzten wir die Möglichkeit zum Einkaufen und Tanken. Dann ging es weiter über Neiden bis nach Kirkenes. In Kirkenes stellten wir das Womo auf dem großen kostenlosen Park- und Stellplatz vor dem Hurtigrutenkai ab. Auf dem Platz konnte man auch kostenlos ver- und entsorgen. Hier schauen wir uns noch einmal die Fangkörbe der Königskrabben an. Ganz schön gewaltig. Als kein Schiff am Hurtigrutenanleger lag, durften wir hier angeln. Die erhofften Dorsche blieben jedoch auch dieses Mal wieder aus. Stattdessen fanden nur Königskrabben Gefallen an unseren Ködern. Da wir uns hier östlich des 26. Längengrades befanden, wurden die Krabben natürlich zurückgesetzt und das Angeln eingestellt. Diese noch recht kleine Königskrabbe trägt eine große Anzahl Eier unter der Schwanzklappe. Doch nun schnell zurück ins nasse Element.
Unser nächstes Ziel ist der Küstenpunkt Grenze Jakobself an der Grenze zu Russland. Hier kommen wir am Grenzübergang nach Murmansk vorbei. Biegen Sie rechts ab, 886, Richtung Grenze Jakobself. Jakobself. Das ist doch Jakobself. Genauso. So, noch 10 Kilometer bis zum Zielpunkt. So, jetzt fahren wir hier 8 Kilometer Schotterpiste. Übrigens, wie man uns im Sportladen in Kirkenes sagte, durften Touristen im Fluss Jakobselver nicht angeln. Das Überschreiten der Grenzlinie wird hier auch von den Norwegern streng geahndet, also lieber an den ausreichenden Abstand einhalten. Das Befahren der Schotterpiste mit Schlaglöchern und Waschbrettabschnitten war recht unangenehm. Und nun nochmal ein Blick zurück zur geschlossenen Kirche. Und dann geht es weiter durch die karge Landschaft. Am Ende der Schotterpiste ein kostenloser Park- und Stellplatz. Toiletten und Müllcontainer waren vorhanden. Frischwasser gab es nicht. Und hier das neue Toilettenhäuschen. Bei unserem letzten Besuch haben wir hier schon einmal geangelt und dabei nur wenige kleine Köhler sowie Königskrabben gefangen. Dieses Mal sollte ein weiterer Versuch gestartet werden. Die plötzlich aufgekommenen Möwen machten Hoffnung auf einen Angelerfolg. Man konnte hier von der Mole, vom Strand oder vom Felsen angeln. Thank you.
Hier versuchen wir unser Glück beim Brandungsangeln. Als Köder wurden Tiefseegarnelen und auch Heringsfetzen eingesetzt. Bei auflaufendem Wasser haben wir das Angeln, ohne dass ein Fisch gefangen wurde, an diesem Platz nach etwa 3 Stunden eingestellt. Am nächsten Tag brachte auch ein Platzwechsel zur kleinen Sandbucht vor der Slipanlage keinen Fisch. Stattdessen haben, wie bereits in Kirkenes, nur Königskrabben die Köder angenommen. Ein Norweger sagte, fressen die zahlreichen Königskrabben den Fischen die Nahrung weg, sodass die Flossenträger weitgehend ausbleiben. Es dauerte gar nicht lange, bis sich an dieser Stelle eine Königskrabbe unseren Garnelenköder genommen hatte. Da hier für uns kein passabler Fisch zu erwarten war, haben wir das Angeln, nachdem die Krabbe zurückgesetzt war, eingestellt. Wie bereits in Kirkenes war auch hier das Zurücksetzen der Königskrabben vorgeschrieben. Also, Ade, Königskrabbe, zurück zu deinen Artgenossen. Am 12. Juni haben wir diesen Ort wieder in Richtung Kirkenes und von dort weiter nach Tanabru verlassen. Jetzt haben wir die Schotterpiste hinter uns gebracht. Noch 50 Kilometer wellige Asphaltstraße bis Kirkenes. Nachdem wir Kirkenes mit Kurs auf Tanabru hinter uns gelassen hatten, befinden wir uns hier am Fluss Neiden auf einem Rastplatz. Dabei konnten wir erfolgreichen Anglern zusehen, die soeben einen kapitalen Lachs gefangen haben.